Die ist halt auch schon weit. Ne, wir haben gestern ordentlich was gemacht. Das Problem ist bloß, und das sehe ich als größtes Problem für uns alle, wir müssen jetzt ganz, ganz schnell handeln. Wir haben kein Wasser mehr, wir haben aber noch ein bisschen Eis. Das heißt, wir kriegen die Pflanzen startklar. Ja? Wir müssen Vegetables planten ohne Ende. Das ist wichtig. Aber, und das tut mir am meisten in der Seele weh, ja, wir haben nichts mehr zu knabbern hier. Die Kolonisten leiden. Ja, wir haben hier nichts mehr mit Food. Und das bedeutet, dass hier auch ein Riesenproblem stattfindet. Man kann auch Mangelernährung haben, das ist auch ein Problem. Also wenn ich denen jetzt nur noch Obst hinhau, ja, dann sind die Vitamin C-mäßig voll durch den Wind, haben aber keine Proteine und werden so klein und kümmerlich. Weißt du, wie ich meine? Na, vielleicht auch nicht. Aber so in die Richtung geht das, ne? Was aber viel schlimmer ist, wir kriegen hier auch nichts mehr zu beißen. Ja? Wäre jetzt das Spiel ist vorbei, wir haben es durchgespielt, würde ich sagen. Ja, grob. Ist aber Unsinn. Ja, das Spiel bietet so viel mehr. Aber wir brauchen dazu eine Kleinigkeit. Und zwar brauchen wir eine Brücke, die wir nicht hier reinbekommen. Die kriegen wir hier rein. Komm. Lass mal das verschieben. Mach mal. Und wir brauchen eine wichtigere Sache. Und zwar brauchen wir einen Hyperdrive. Ich weiß nicht, wie lange Kolonisten überleben können mit dem niedrigen Gesundheitsstand. Und der Hyperdrive ist riesengroß. Das bedeutet, wir müssten fast nochmal gucken, dass wir hier eine Hülle bauen. Was haben wir denn hier? Wie lang ist denn das? Das ist 17. Das ist halt auch irgendwie saugroß, ne? Warte mal kurz, was braucht denn das? Das braucht diese Blöcke. Da haben wir 22 von. Wir könnten das jetzt um 5 verlängern hier. Das würde uns 5 kosten. Das machen wir mal. Wir versuchen jetzt mal wirklich Gas zu geben. Critical Resource Low. So klein wie ein Zwerg. Was? Das kann gar nicht sein. Magst du nochmal eine kurze Einführung machen, damit ich hier durchblicke? Also, das ist unser Raumschiff. Wir haben hier ein bisschen Rauch. Mal ganz kurz gucken. Hier, Smoke. Ist alles zugeraucht, weil uns der Fabrikator, der Scrapper, ja, ständig durch die Luft, in die Luft fliegt, weil da hier drinnen zu heiß ist. Mal kurzer Checkup. Jetzt hat es 29 Grad hier, aber unsere Anlage, die Heizung, die kühlt scheinbar auch. Finde ich großartig. Das ist unser Powercore, unser Generator, der quasi diese ganze Elektrizität erstmal erzeugt. Wir haben hier Crewquartiere. Die sind schön abgeschottet, ja, damit auch der Komfortlevel hier oben in Ordnung geht, ja. Hier ist auch sogar sehr guter Komfort im Übrigen. Nur hier hinten ist nicht so ganz cool, weil es schon die Nähe zu den Core-Modules hat und hier ist ganz furchtbar. So, was auch blöd ist, ist, dass wir hier unten keinen Strom haben. Strom generiert man durch den Powercore und wird auch damit quasi verbraucht. Das Problem an der Sache ist bloß, wir bräuchten jetzt hier nochmal einen Anschluss und jetzt wird es dann langsam tricky, wie wir die Dinger anbauen. Aber das finden wir, das findet sich. Wir müssen hier so schnell es möglich ist weg. Das ist eigentlich die Priorität, die wir hier haben, ja? Wir müssen wirklich hier raus, damit wir Essen wieder bekommen. Oder wir müssen einen Händler bekommen. Jetzt bricht schon wieder ein Feuer aus. Wo? Naja, klar, wo auch. Dann lass mal das Infrascrap weg. Wir brauchen gerade keinen... Doch, wir brauchen Infrascrap, aber nicht mehr ganz so viel. Lass mal 5 herstellen oder so und dann sollte das sich erstmal ausgehen. So, hier draußen wird unsere neue Hülle gebaut. Und wir haben jetzt Folgendes. Wir müssen jetzt wirklich an Essen kommen und zwar möglichst schnell und da brauche ich einen Händler für. Wo könnten wir... Wir können das noch linken. Das heißt, wir müssen immer diese Cores, müssen wir immer irgendwie an den Generator verlinken. So sind alle unsere Cores, so unser ganzes Stromnetz im Schiff baut darauf aus. Und jetzt funktioniert auch das Ding hier. So, hier ist was kaputt, das wird repariert. Und jetzt fangen wir hier hinten schon mal an. Ship, System, Hyperdrive. Und dafür brauchen wir wieder diese Blöcke. Ja, das können wir, müssen wir halt... Shit, ey, das ist so doof, dass das habe ich zugebaut hier. Wir müssen noch um 1 weiter erweitern. Damit da eine Lücke entsteht quasi. Aber das schaffen sie. Freunde, das ist jetzt ein heißes Eisen, was wir hier machen, ja. Wie gesagt, wenig Essen, fast kein Wasser mehr. Die Leute leiden hier Hunger und zwar bitterböse. Und wir müssen irgendwie schauen, dass wir jetzt hier einen Hyperdrive hinbekommen und eine Brücke am besten irgendwie noch reinbasteln. Und dafür brauchen wir dummerweise auch genau diese Infrablocks. Ja, Blöcks vor allen Dingen. Blöck, Blöck. So, und dann bauen wir jetzt als allererstes erstmal die Brücke hier oben hin. Die wird halt jetzt nicht unbedingt gerade hübsch reingebaut, aber Hauptsache wir haben eine Brücke.
damit wir auch Kontakt und so weiter, damit wir halt überall alles schaffen. Lippo kümmert sich um Wasser, hat er auch. So, hier machen wir Folgendes. Die zwei, können wir die abbrechen? No Tooltip. Ja, wir brechen die zwei mal kurz ab. Da bleiben auch ein paar Sachen übrig, die brauchen wir auch. Critical Resources, Water is low, ja. Und unsere Leute kriegen jetzt schon langsam hier, Lippo leidet jetzt massiven Hunger, ist auch lonely im Übrigen. Armer Lippo. Genau. Es kann auch sein, dass es, wie gesagt, jetzt ganz, ganz schnell vorbei ist, aber das kann aber auch sein, dass wir es noch ein bisschen schaffen oder aber, dass sich hier über das Weltall vielleicht ein Händler hier nähert sich zum Beispiel ein Händler. Würden wir jetzt da hinspringen, dieser Händler würde da auch irgendwann hinkommen. Wir könnten mit dem Kontakt aufnehmen und Essen handeln. Dann hätten wir eigentlich eine saubere Sache. Oder aber dieser Händler kommt, ja, zu uns wiederum. Das wäre auch eine Möglichkeit, die sich ergeben könnte. Könnte, ich sage das ganz bewusst, weil das könnte jetzt auch, wie gesagt, sein, dass wir jetzt echt böse auf die Nase kriegen. Habe ich die große, ich habe die große Brücke gebaut. Nee, warte mal ganz kurz, wir bauen die kleine Brücke natürlich. Bin schon ganz durch hier. Die kriegen wir sogar halbwegs da rein, ne? Aber das machen wir nicht. So, wir bauen unsere Brücke hier so ein bisschen Chips da rein. Und den Hyperdrive kriegen wir da auch irgendwie unter, oder? Ja, den kriegen. Nee. Kenn das Bild hier. Da fehlt noch ein Trümmerteil. Ah, wir schaffen das, Freunde. Ja, das Ding läuft jetzt so. Unsere Kolonisten hier arbeiten sich ran. Liebe Mods, könnt ihr noch eine neue Queue aufmachen? Das wäre ganz cool. Für den Fall, dass wir weiterkommen, damit wir schon Leute haben, die in der Queue sich reinhauen können. Das wäre super, super toll. Pippermatz, Hallöchen. So, alle holen sich jetzt ein Käffchen. Das ist schon mal gut, mit Kaffee lässt sich länger schuften. So, jetzt gucken wir mal, wächst hier eigentlich irgendwas? Fruit Snow. Warum? Die vorherige, ja okay, das ist ein bisschen gefailed. Ein Feuer bricht schon wieder aus, hier unten diesmal. Wurde aber gleich gelöscht. Und jetzt schaut das gut aus. Wir haben hier unten das Ding. Das heißt, wir werden sofort auf das System Hyperdrive aufbauen. Das können wir zur Not auch nochmal verlegen. Hauptsache, wir haben jetzt erstmal einen. Wobei, das schaut eigentlich gar nicht mal so schlimm aus. So. Gut. So, die Queue ist offen, ihr könnt rein. So, warum baut ihr das nicht fertig? Ist egal, Brücke steht. Die Brücke steht. Was fehlt jetzt noch für das Ding? Es könnte gebaut werden. Da kommt, Lippo kommt und baut den Hyperdrive zusammen. Hat er die Teile gefunden, ist ein Lego-Bausatz. Und da ist er. So, Freunde, wir müssen hier weg. Und zwar ganz, ganz schnell. Pass auf, Wacht. Wir preparen uns jetzt für den Jump. Das bedeutet, es werden jetzt die notwendigen unable to jump. Warum? Ship mass. The Hyperdrive cannot charge. Wir brauchen einen zweiten Hyperdrive. Das habe ich befürchtet, dass wir schon zu schwer sind. So, bauen wir halt einen zweiten hin. Das kann aber jetzt sein, dass das ressourcentechnisch echt ein Problem wird. Lippo ist aber, wir haben 1600 Kapazität mit einem Hyperdrive. Wir sind schon zu schwer. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Einen Softblock haben wir hoffentlich auch noch. Da, Kmilki repariert gerade schon. Ich hoffe, da gibt es... Ah, Wasser ist gut. Unsere Pflanzen wachsen nämlich auch schon wieder. Guck mal her. Need water. So, haben wir jetzt... Wir können doch bestimmt noch einen Softblock herstellen, oder? Oh, 5 Softblocks noch nach. Wir müssen hier unbedingt weg, Freunde. Wir müssen hier unbedingt weg. So, pass auf. Dann lassen wir jetzt erstmal den Jump noch raus, damit wir unsere Leute haben. Solange, bis wir den zweiten Jump Drive aufbauen können. So, machen wir es so. Es ist schon wieder Schlafenszeit. Ey, die Gesundheit von Lippo macht mir langsam richtig Sorgen. Starvation, ja. Da ist der Händler. Da sitzt er. Da ist ein Händler. Wir sind zu schwer, ey. Hast du die Brücke gebaut? Ja, hier oben ist die Brücke. Na, da blinkt alles. Ja, läuft. Richtig gut auch. So. Ja, wir könnten quasi...
Wenn wir nicht doch ein bisschen zu schwer wären, könnten wir quasi unmittelbar losjumpen. Aber wir haben wirklich ein bisschen zu viel Masse drauf. Und weil einfach die Hülle zu groß wird. Ja, das ist ein bisschen einfach Gewichtsfrage. Und deswegen kommen wir hier nicht weg. Ich hoffe jetzt, bevor hier uns einer wegstirbt, dass wir das Ding bauen können. So, was ist hier? Ja, alle Pflanzen sind gestorben. Wir haben auch kein Wasser oder zu wenig Wasser für das alles hier. Und jetzt fehlt nur noch ein Block hier. Warte mal ganz kurz. Machen wir dann mal weg. Accident. Nein, schon wieder ein Feuer. Kmiki repariert. Ah, ich dachte, der steht schon. Ich war kurz ein bisschen erschrocken. Moritz macht. Ich glaube, das wird was. Ja, sie bauen ihn. Floma baut. Okay. Freunde, jetzt beginnt die heiße Phase in dem Spiel. Wir springen direkt zu irgendeinem Händler hin und schauen, dass wir so schnell wie möglich was bekommen. So. Prepare for jump. Hyperdrive. Erster ist besetzt. Zweiter kann nicht besetzt werden. Ich werde... No! Das Spiel hat sich gegen uns verschworen. So, pass auf. Wir müssen zwei von den Dingern bauen. Damit wir das umlegen können. Also nochmal ausschalten alles. Wir können den zweiten Hyperdrive nicht starten. Ey, Lippo ist kurz vorm Ende, ne? Floma auch. Ey, komm, bau das Ding fertig. Okay, der erste ist fertig. Es kann sein, dass es schon reicht. So, Power Node ist full. Wir kappen diese Verbindung und legen die so rum. Und bauen die dann so an. Dann haben wir den einen entlastet. Und jetzt bauen wir den hier an den ran. Und müssten jetzt den Hyperdrive mit Strom versorgen. Richtig oder falsch? Warum ist der nicht dran am Grid? Not on Power Grid. Boah, sag jetzt echt nicht, dass wir da jetzt hier einen Power Core Node brauchen. Das wäre jetzt richtig dumm, ne? Können wir den überhaupt? Ich glaube ja. Ey, uns gehen die Leute gleich, Ex. Lippo macht. In seinem letzten Kraftakt macht das. Okay. Wir linken den jetzt einfach mal darüber und schauen, dass es funktioniert. Er ist drauf, er ist online. Freunde, ey, jetzt müsst ihr ordentlich, jetzt müsst ihr Daumen drücken, dass es klappt. Wir brauchen wirklich, wir haben Feuer. Haben wir jemanden auf der Brücke? Nein. Es ist Schlafenszeit. Wir forcen das Ganze. So, der erste Hyperdrive ist online, zweiter ist online. Wer kümmert sich um die Brücke? Brücke ist besetzt, wir jumpen! Digga, guten Abend! So, Freunde, wir jumpen. Hierhin. Und dann direkt da weiter. Und dann gehen wir drop aus dem Raumschiff, aus dem Hyperraum raus. Ich hoffe, wir schaffen es, ey. So, und wir bewegen uns natürlich jetzt gleich zu den Händlern hin und deployen uns da. Und dann machen wir Folgendes. Sind wir jetzt raus? Ja. Jetzt sag bitte, dass das Händler sind. Ja. Hail, Trade. Die wollen essen. Aber die haben Früchte. New Trade. Wir wollen von denen haben Früchte. Alter, sind die teuer. Okay, wir wollen Früchte haben. Was können wir bieten, was ungefähr so teuer ist wie Früchte? Hyperfuel, haben wir nicht viel, ne? Aber für ein Gemüse, ne? Jetzt warte mal ganz kurz, bevor wir den Handel machen, schauen wir mal, ob die auch irgendwas zum Traden haben. Die wollen alle essen. Und die haben für uns nichts Interessantes da. Okay, pass auf, wir brauchen das. Es hilft nichts. Wasser und Früchte. Wir verkaufen Waffen. So, 10 von 10. Okay, das schaut gut aus. Haben wir überhaupt? Wir haben kein Geld, ne?
Okay. Der Handel läuft. Und ich hoffe, dass unsere Leute das noch schaffen, dass wir die Leute noch haben, wenn die aufwachen. Und dann machen wir noch einen zweiten Handel. Wir haben einen Trade hier drin. Und dann holen wir uns erstmal das Wasser, was die verkaufen. 10 Wasser. Und verkaufen dafür ein anderes Sturmgewehr. Und hier noch ein bisschen was. So, haben wir mal die zwei Handelsaufträge. Die Crew wird sich jetzt kümmern. Überfall sie doch einfach. Mit einer fast toten Crew, die kurz vorm Verhungern ist. Ich glaube, das wird nichts. Nicht heilen. Das brauchen wir jetzt nicht. Ich hoffe, die Leute schaffen. Lippo ist kurz vorm Ende, ne? Lippo hat 10 Gesundheit noch. Dann ist vorbei. Wir müssen Essen ranbekommen. Und zwar wirklich ganz schnell. Flitzbiebe, moin! So, heißes Eisen. Ich hoffe, die... 7! Ey, handelt, Leute. Handelt, schnell. Ab ins Raumschiff und weg mit euch. Handelsraumschiff ist abgedockt, aufgetankt und weg. Und da kommt der nächste... Oh ja, die haben Essen ran. Die bringen Essen ran. Die Küche läuft. Lippo, ran an die Bulette. Lippo? Lippo! Lippo, schnell. Komm, kümmere dich. Kann ich dich draften? Warte mal ganz kurz. Kann ich Lippo jetzt irgendwas sagen? Pass auf. Schedule. Lippo. Lippo kriegt jetzt mal Freetime. 2 Stunden. Genauso wie Floma. Die kriegen jetzt Freizeit. Ich hoffe, sie können sich dadurch ein bisschen was essen, zu essen organisieren. Ja, bitte, 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 schnell. Ja! Wo geht er hin? Er ist! Verfluchte Scheiße, der ist! Er ist! Alter Schwede. 4 Essen! Ich habe gerade kurz ein bisschen Angst gekriegt, ne? Also nicht nur ein bisschen, ich war eigentlich kurz vorm Ende, ne? So, wie ist mit den anderen? Die anderen haben noch genug Leben, dass es noch hinhaut. So, wir haben Wasser eingekauft. Warum ist denn eigentlich hier... Ist hier Rauch drin? Hier Smoke, ja, das ist ja doof. Das Ding bricht auch immer wieder aus. Refine Water. Für immer, ja. Wir brauchen hier mehr Licht. Das ist, glaube ich, eine Lichtfrage, oder? Sehen wir das? Comfort Level ist klar. Jobs. Ne, Licht können wir, glaube ich, nicht sehen. Aber wir wissen ja, dass es tatsächlich ab und zu mal so ein Ding ist. Mit dem Licht. Wo waren das? Bei Crew? Furniture. Machen wir hier mal Licht hin. Und hier mal. So. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Licht in dem Schiff. Ugh. Kmilki. Warte mal, die anderen kriegen jetzt auch nochmal Freetime. Machen wir das wieder auf normalen Level. Und dann 2 Stunden müssen wir wegnehmen. Freunde! Heiße Nuss! Heiße Nuss! Moritz isst was? Oh, Alter, das wär's jetzt. Weißt du, Küche noch kaputt. Floma ist, Lippo ist. Wie schaut's bei Lippo eigentlich aus? 4 Leben. Aber scheint sich zu stabilisieren. Hier essen alle gerade noch und spachteln hier voll rein. Schon wieder ein Feuer? Wieder die Küche! Samuk, grüß dich erstmal. Och, du Schande. Jawohl, das war's. Moritz ist der einzige Überlebende. Freunde, wir fangen neu an. Wir fangen neu an. Das hat keinen Wert soweit. Wir nennen das Zwergon 2. Das hat keinen Wert. Hätten wir nicht mehr hinbekommen. Da ist so viel schiefgelaufen von dem ganzen Grundsätzlichen her. Wir machen das jetzt neu.
aber ein bisschen kleiner. Das hättest du easy gewonnen, ja. So, wir machen das jetzt neu. Und zwar machen wir es jetzt gleich von vornherein so. Also, wir brauchen als allererstes für die Crew Live-Support. Ich baue das jetzt alles mal so ein bisschen aneinander, damit wir wirklich platzsparend hier vorgehen. Jetzt wissen wir ja auch ungefähr, woran wir denken müssen, ja? So, Live-Support und Gas-Scrabber brauchen wir. Und CO2-Producer, glaube ich, brauchen wir für die Pflanzen tatsächlich auch. So, eine Küche. Eine Toilette. Eine Jukebox und eine Arcade-Machine. So, jetzt macht das Joinen auch mal wirklich Sinn. Ein neuer Zwerg. Digga, schenkt einen T1-Sub an. Samuk. So, jetzt aber. Dankeschön. Meine Lieben, haut die Herzen raus. Macht euch frei von Herzen. Jetzt könnt ihr Gas geben. So. Vielen, vielen lieben Dank, DK. So. Jetzt kommt hier noch eine Warlight her. Dann fangen wir mit den ersten Power Nodes an. Und hier kommen jetzt erstmal Bunkbeds hin. Wir bauen jetzt wirklich erstmal spartanisch, bis wir die Warp-Fähigkeit erreichen. Wasser holen wir als allererstes. Den Rest lassen wir erstmal liegen. So, dann brauchen wir noch ganz wichtige Sachen. Ich versuche jetzt wirklich mal so First things first zu machen quasi. So. Und dann machen wir hier Power Nodes hin. Weil die haben einfach eine irrsinnig große Reichweite. So. Schauen wir mal, ob wir das hinbekommen auf die Schnelle. So, alles wird jetzt hier angebaut. Okay, moin! Volango, grüß dich erstmal, hi! Und Urik auch dir erstmal, hi! Volango, habe ich dich gar nicht vorgelesen. Ach, es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn, was hier abgeht. So, es friert hier gerade alles zu. Gleich wird das besser. Sobald die ersten Sachen wie die Heizung jetzt hier gebaut sind. So, hier können wir den ersten Strom mal linken. So, jetzt kriegen wir Sauerstoff. Es wird toll. Es wird großartig. Ich sehe es kommen. So, die Betten werden gebaut. Der erste Tisch kommt gleich. Ach, die machen das. Hier wird die Küche befüllt. Was ist denn da drin? Wissen wir nicht. Irgendwas. Overview vielleicht. Hier, ah ja, guck mal hier. Inventory. Wir haben ein paar Sachen drin. Auch Früchte und so Zeugs. Ach, herrlich. So. Wir linken das auch mal hier mit. Gut. Der Strom sollte jetzt überall anlaufen. Tut er aber nicht. Macht nichts. Power. Gut, da können wir hier Wall-Dinger hinbauen. So. Gut. Dann bauen wir als nächstes eine kleine Brücke hier vorne hin. So, Brücke. Den Hyperdrive kriegen wir hier, glaube ich, gar nicht rein, ne? Da müssen wir zwangsläufig anbauen. Und was ganz wichtig für mich am Anfang jetzt erstmal ist. Also, vielleicht. Wir werden sehen. Was super, super, super wichtig am Anfang dann auch noch sein wird, ist der Scrabber. So, und dann bauen wir jetzt noch ein paar Lampen auf und dann sollten wir es eigentlich hinbekommen. So, und dann kommt hier noch eine Warlight her. Hier noch eine Warlight. Dann haben wir das schon mal. Genau, dann sollte das eigentlich jetzt ganz cool ausgehen. Also Toilette wäre wichtig. Toilette wäre unglaublich wichtig. So. Haben wir angeschlossen? Haben wir angeschlossen. So, jetzt haben wir hier ein schönes Energiefeld in der ganzen Basis. Läuft. Super. Okay. Dann, wenn jetzt da wirklich das noch ausreichen sollte, ja, wenn das jetzt wirklich noch ausreichen sollte, dann bauen wir jetzt Production, einen Item Fabricator noch auf.
Und mit diesem Item Fabricator werden wir uns richtig schöne Waffen basteln. Ja, dann tun wir uns nämlich jetzt gegen die Aliens durchaus leichter, wenn wir hier zwei Shotgun und zwei Assault Rifle am Start haben. Außerdem kann man mit den Dingern, haben wir ja gerade festgestellt, richtig mega krass handeln. Ist, glaube ich, eine coole Sache jetzt für den Anfang. Betten haben wir, Toilette läuft, auch wenn die offen ist. Aber hey, wir leben hier in einem absolut wahnsinnig tollen Raumschiff. Also von daher, da muss was gehen. So, nächste Baustelle. Wir bauen jetzt für ein paar Ressourcen, bauen wir jetzt hier hinten nochmal den Bereich größer. Das ist wichtig, dass wir das machen, denn dann kriegen wir auch auf jeden Fall den Drive hin, den Jump Drive. Und dann kommt unser ganzes Gewächshauszeug darunter. Genau, Selvina sagt es gerade, Gewächshauszeug, ja. Denn wir brauchen auf jeden Fall mindestens zwei, oder sagen wir mal, wir probieren es jetzt mit zwei funktionierenden Gewächshäusern. Dann wissen wir ungefähr, wenn das Plus macht, dass es für jede zwei Kolonisten ungefähr zwei Gewächshäuser oder ein Gewächshaus braucht. Ungefähr, ne? Ein neuer Zwerg. Und Holla schenkt einen Sub an Urik. Nochmal ganz lieben Dank an die liebe Holla. Hugoli, ja, tatsächlich. Das geht so in die Richtung. Das sieht man aber besonders an so Kleinigkeiten, wie jetzt zum Beispiel, die haben so ein Inventory, die haben hier Skills, die haben auch bestimmte Conditions, die auch beispielsweise auf Dinge hindeuten, dass man hier auch vielleicht andere Dinge machen kann mit den Kolonisten, vielleicht auch Operationen durchführen kann. Also es nähert sich so eine Mischung aus Rimworld, ein bisschen Starbase, DF9, Oxygen Not Included, vielleicht auch noch am Rande mit dabei. So in die Richtung. Ja, also es geht so ein bisschen in alles, aber ist natürlich kein Rimworld im Weltraum-Klon. Ja, das kann es auch nicht sein. Das ist, ich finde, von der Grundthematik her ist das Spiel richtig, richtig gut. So, weil wir das jetzt haben, unser Schiff hat immer noch, das steigt jetzt hier. Unser Schiff kriegt jetzt als nächstes auf jeden Fall erstmal einen Jump Drive. So, bauen wir hier einen hin, einen an die Seite. Momentan ist es ein lebender Schuhkarton. So. Noch können wir alles machen. Außer Softblock, die haben wir jetzt nicht mehr. Und die können wir auch nicht scrappen. Gut, dann, Freunde, organisieren wir uns. Du bekommst eine Shotgun in die Hand. So. Du bekommst auch eine Shotgun in die Hand. Du bekommst eine... Hallo? Könnt ihr? So. Eine Assault Rifle in die Hand. Und du auch eine Assault Rifle. So. Denn, meine Lieben, Spacesuits on! Und eingebordet. Und dann draften wir mal ganz kurz hier rüber und docken mal gleich am Anfang hier an. Jetzt gibt's mal richtig auf die Alien-Mütze. Richtig auf die Alien-Mütze, ich sag's euch. So, das Alien-Schiff, ihr seht schon, schaut ein bisschen anders aus als beim... Wow. Okay. Alter Schwede. Alter Schwede, geht's hier rund? Wir schicken einen vor. Oh nein, hier kommt Alien. Alien! Na also. Wir wollen hier alle Bereiche erstmal erkunden. Damit wir wissen, was in dem Alien-Schiff zu finden ist. Einer macht auf. Keine Aliens. Bereiter. Einer öffnet hier. Alle rein. Schaut gut aus. Nächste Tür. Hier ist die Brücke. Okay, hier safe. Das heißt, der größere Teil dieses Schiffes ist definitiv erstmal zum Problem. Ja? Wir müssen an unsere Lebenserhaltung denken.
Hier schaut's gut aus. Wir gehen mal hier rüber. Vielleicht sehen wir hier schon was. Wow, ja. Okay, hat geklappt. Wir könnten auch hier drüber mit dem Space Suit rübergehen. Machen wir aber nicht. Wir öffnen jetzt diese Tür. Und rumpeln rein. Was ist hier? Was ist das hier? Ich habe keine Ahnung, was das für ein Teil ist. Okay, hier sind wir auf jeden Fall safe. Hier ist der Sauerstoffgenerator von dem Schiff. Wir schweben hier rüber. Wir müssen aber wieder zurückschweben. Hier sind Credits. Wow, hier ist ein Alien. Okay. Müssen wir uns noch holen. Hier schaut's gut aus. Oh, 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 ich ahne Schlimmstes. Die haben die Brücke hier, oder? Die Eier sind real! So.